Ja, moin, liebe Borussen. Super, dass ihr heute wieder dabei seid. Spieltagsvorbereitung gegen Freiburg. Sechster Spieltag, hoffentlich mit dem ersten Auswärtssieg. Ja, wie ihr es euch gewünscht habt, habe ich heute einen Gast dabei. Der darf sich jetzt gleich auch selber vorstellen. Das habt ihr euch gewünscht. Und ja, jetzt würde ich einmal kurz an den Gast übergeben. Stell dich mal kurz vor. Wer bist du? Moin, mein Name ist Karl. Ich bin schon recht lang Abonnent hier vom Buschi. Ich habe den Kanal damals gefunden, als so die Gerüchte aufkamen mit dem Sommerwechsel nach Nizza. Da bin ich dann relativ früh auf den Kanal gestoßen. Hat mir super gefallen, weil Gladbach-Content gibt es meiner Meinung nach viel zu wenig auf YouTube. Fand ich super die Idee. Und dann so in den Anfängen vom Kanal, weil ich mich da so ein bisschen auskenne, habe ich dann auch immer versucht zu helfen, wo ich konnte. Immer viel Feedback da gelassen und dann war der Buschi so nett und hat mich in sein Mod-Team aufgenommen. Und da arbeite ich im Hintergrund so ein bisschen mit, so gut ich kann. Super Team, das macht Riesenspaß. Und ja, Gladbach-Fan bin ich schon mein Leben lang. Verbinde sehr viel mit dem Verein, wohne auch in der Nähe, bin häufig im Stadion und bin seit dieser Saison, glaube ich, mehr interessiert in der Borussia denn je. Macht einfach Riesenspaß, sich mit diesem Verein zu befassen. Ja, mega. Also ich kann dir auch nur Danke sagen, ne? Also lasst heute gerne wieder ein Abo und einen Daumen da. Dann machen wir das Ding hier richtig groß. Der Karl, der hilft mir wirklich sehr und hat es auf jeden Fall verdient, auch in der Folge dabei zu sein. Wenn ihr auch mal in der Folge dabei seid, schreibt mir einfach. Ich kriege so viele Anfragen mittlerweile. Ich kann leider nicht alles möglich machen, aber ich versuche es. Aber Karl, bevor wir in die Vorbereitung gegen Freiburg gehen, sag einfach mal deine Einschätzung. Wie siehst du die aktuelle Saison bis jetzt und den Trainer? Also mit der Herr Eberl hat uns ja in einer ziemlich schlechten Situation allein gelassen. Hütter dann weg. Da habe ich mir schon nicht viel erhofft, ehrlich gesagt, von dem, was jetzt kommt. Ich war auch anfangs sehr skeptisch vom Herrn Wirkus, aber dann hat er den Farke ins Boot geholt und ich bin sowas von positiv angetan von dem Mann. Ich schaue mir jede einzelne Pressekonferenz an, der ist so souverän. Wir spielen auch, ich finde, sehr attraktiven Fußball. Wir haben immer Schwierigkeiten, ins Spiel reinzufinden, direkt von Anfang an. Aber wenn die Chancen dann rausgespielt werden, das macht einfach Riesenspaß zuzugucken. Und ich bin wirklich sehr positiv überrascht von dem, was Parke mit dem Team gemacht hat. Ja, na, sehr gut. Dazu kommen wir gleich noch. Dazu gebe ich auch noch ein bisschen mein Statement ab. Ich habe mir auch aufgeschrieben, was wir noch besser machen müssen. Willst du noch kurz dein Statement zu Eberl und Rose abgeben bei RB? Ich meine, von mir haben die Leute jetzt schon viel gehört, aber dass sie mit sie noch mal eine andere Meinung gehört haben. Ich sehe das grob gesagt ähnlich. Du hattest im letzten Video ja schon gesagt, dass wir der Person Max Eberl gesundheitlich alles Gute wünschen, dass ihm wieder gut geht, ist super, freue ich mich. Aber die Entscheidung, zu RB zu gehen, finde ich eine absolute Katastrophe, zumal er ja jahrelang das Konzept RB kritisiert hat. Und dass Rose jetzt auch noch bei Leipzig ist, ist quasi noch das Törtchen, Kirsch auf der Sahnetorte. Da treffen wir halt wieder Welten aufeinander. Ich kann das eigentlich gar nicht ernst nehmen. Ja, ist schon, ich glaube auch nicht, dass das funktioniert. Ja, ist schon der Wahnsinn. Also ich gönne denen nur alles Schlechtes. Aber wir haken das Thema ab. Ich würde jetzt mal kurz die News abhaken und dann starten wir rein mit der Aufstellung. Genau, also die Pressekonferenz eben hat nicht viel gebracht. Farke war sehr bedeckt, was das Personal anging. Fakt ist, dass Itakura und Plea auf jeden Fall ausfallen. Itakura wegen rote Karte. Plea, ja, Muskelfaserriss, 3 Wochen raus. Und Elvedi ist wohl noch eine ganz kleine Chance, aber ich glaube nicht. Wir rechnen da mit 3 Ausfällen auf jeden Fall. Was er gemacht hat, ist Friedrich explizit gelobt. Ist ein Spieler von Top-Qualität, hat er gesagt. Hat eine Top-Vorbereitung gespielt. Ich bin auch der Meinung, dass Friedrich noch eine wichtige Rolle diese Saison spielen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Er hat auch, wie gesagt, eine super Vorbereitung gespielt. Ich bin mir auch sicher, der wird auch in meiner Aufstellung spielen gleich. Ansonsten hat er gesagt, Stindl ist immer ein Kandidat für die Startelf. Und Standards werden wichtig morgen gegen Freiburg. Das hat wohl auch im Training, wurde das auch wohl öfters trainiert diese Woche, offensiv wie defensiv. Ich hoffe nicht, dass Ginter uns einen reinschenkt, weil das wäre für mich die absolute Katastrophe. Was mir in den ersten Spielen halt einfach aufgefallen ist, dass wir extrem schwach ins Spiel gestartet sind, das hatte Karl auch schon gesagt. Das muss einfach besser werden. Da müssen wir einfach auch weniger Ballverluste haben. Wir hatten unnötig viele Ballverluste in der ersten Halbzeit, in den letzten Spielen. Unnötig viele Ballverluste. Und
So können wir auch kein Ballbesitzfußball spielen, ne? Wenn du so viele Ballverluste hast. Und wir brauchen einfach mehr Tempo über die Außen. Also gerade von den Außenverteidigern und von den Außenstürmern muss mehr kommen. Die waren in den letzten Spielen einfach zu schwach. Und deswegen hatten wir da auch größere Probleme. Aber Karl, ich würde sagen, wir kommen jetzt zur Aufstellung, ne? Ja. Genau, also das hat uns, was hat dir jetzt bis jetzt gut gefallen? Was hat dir bis jetzt noch nicht so gut gefallen? Gefallen hat mir, wie wir so, wenn wir viele Chancen rausgespielt haben, das hat mir gefallen, die so ein bisschen auch nur einen Ballkontaktsport, das hat mir schon sehr gut gefallen. Was mir gar nicht gefällt, ist, wie wir verteidigen, wie wir die Mannschaft viel zu sehr kommen lassen. Das dürfen wir gegen Freiburg auf gar keinen Fall machen. Erst recht, wo unsere Abwehr so dezimiert ist. Ja. Freiburg ist ja schnell mit einem Grifo da vorne, den kannst du nicht kommen lassen. Da dürfen wir uns nicht so sehr auf die Abwehr verlassen wie oder auf den Torwart wie in den letzten Spielen. Ja, sehe ich komplett genauso. Ich fand, gegen Mainz haben wir in der zweiten Halbzeit auch gar kein schlechtes Spiel gemacht in Unterzahl. Wir mit Glück holen wir da auch sicherlich noch einen Punkt. Aber wenn wir mal ins Rollen kommen, dann erspielen wir uns auch echt gute Torchancen. Aber ich würd sagen, wir starten im Tor. Ich glaube, da sind wir uns einig, ne? Das wird Sommer sein. Da führt nichts dran vorbei. Sommer im Tor. Wie ist deine Innenverteidigung? Da bin ich mal gespannt. Wie stellst du in der Innenverteidigung auf? Ich habe gerade mal meine Aufstellung gemacht. Also Friedrich ist für mich gesetzt. Ja. Und ich habe auf der linken Innenverteidigerposition Benzebaini gestellt. Habe ich genauso gemacht, weil ich habe da noch an den Janschke gedacht, der natürlich die Erfahrung mitbringt, aber dafür ist mir Freiburg einfach zu schnell vorne. Ja, genau, das war meine Überlegung auch. Wir brauchen Tempo, also mindestens einen mit Tempo, und Friedrich bringt halt Größe noch mit für Luftzweikämpfe, und Benzebaini ist ja auch nicht gerade klein. Deswegen glaube ich, ist das für Freiburg eigentlich die bessere Kombi. Ich glaube, Leiner wird auf rechts noch keine Option sein. Farke hat zwar gesagt, er ist eine Option für den Kader, aber ich gehe da mit Skelly, weil Farke hat mir da wenig Hoffnung gemacht, dass Leiner spielt. Wie siehst du das? Sehe ich ähnlich, wobei ich mir eine Einwechslung noch vorstellen könnte gegen Ende, weil Skelly, ich bin ein großer Fan von Skelly, aber in den letzten Spielen hat er mir nicht so gut gefallen. Ja. Da hat mir ein bisschen was gefehlt, was er sonst bringt. Ich weiß, dass der das kann, aber da hat mir ein bisschen was gefehlt. Vielleicht kann Leiner so gegen Ende des Spiels diese Akzente noch setzen, oder Skelly überzeugt uns dieses Spiel. Fände ich auch super. Ja, ich bin auch ein Riesenfan von Skelly, muss ich sagen. Das wissen auch alle. Den habe ich auch vor der Saison schon hochgelobt, aber in den letzten Spielen war es einfach offensiv zu wenig, fand ich. Und Leiner und Benzebaini war auch immer ein bockstarkes Duo, fand ich, auf den Außenverteidigerpositionen. Ich glaube auch, dass Leiner noch eine wichtige Option sein wird diese Saison. Aber schauen wir einfach mal. Wie siehst du links? Links habe ich Luca Netz. Ja, sehe ich auch so. Ich habe einen kurzen Moment an Wolf gedacht. Aber da Netz schon das Spiel in Bayern gemacht hat, glaube ich, wird uns da keine Überraschung geben. Jetzt bin ich mal auf das Mittelfeld gespannt. Ich würde jetzt mal mein Mittelfeld sagen. Ich glaube, dass wir, also auf die Sechserposition, ich glaube, dass wir mit einer massiven Sechs spielen werden. Ich glaube, wir werden Weigel, Kramer und Kone sehen. Alle drei auf der Sechs mit Kone als offensiveren Part. Okay. Ich habe mir vorhin, also ich sehe das prinzipiell ähnlich, nur ich hatte vorhin die Pressekonferenz geguckt, da klang mir das noch nicht so, als würde Weigel Startelf spielen. Nee? Also dass er reinkommt, auf jeden Fall. Vielleicht habe ich das auch einfach nur anders interpretiert vom Parke. Aber für mich klang das noch nicht nach Startelf. Ja. Weil er sagte, ja, man muss den Spielern Zeit geben, bis sie reinkommen. Hat jetzt erst die erste komplette Trainingswoche, genau wie Ngumu. Ja. Aber kann man trotzdem so stehen lassen. Ja. Also in meiner Aufstellung habe ich links Kramer, rechts Kone und davor Stindl. Ja, ich gehe, die Leute hören ja deine Aufstellung. Ich gehe mal mit Kramer, Weigel und Kone. Du würdest quasi mit Kone, Kramer und Stindl gehen, ne? War natürlich mit. Das ist auch nochmal ein Punkt, der mir nicht so gut gefällt, dass Farke so spät wechselt. Ja. Ja, die Wechselthematik, ne? Ich kann das aber auch irgendwo verstehen, weil gegen Mainz hat er zwei frühe Wechsel machen müssen.
und dass du in der 60. noch nicht 3 bis 4 Mal wechseln musst, willst, um die Mannschaft nicht komplett durcheinander zu schmeißen, kann ich auch irgendwo verstehen. Aber ich gebe dir auch recht, so ein Ngumu und Weigel hätte gegen Mainz 10 Minuten früher kommen müssen. Also so in der 70. Ne? Da bin ich bei dir auf jeden Fall. Das würde ich mir nämlich wünschen, dass zum Beispiel in meiner Aufstellung, wo Weigel jetzt nicht in der Startelf ist, dass der dann auch mal ein bisschen früher eingewechselt wird. Ja. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Wen siehst du als Player-Ersatz links? Da habe ich sehr viel hin und her gewurstelt und mich auch mal auf Twitter durchgeguckt, was da so die User für eine Startelf aufgestellt haben. Ich bin dann schlussendlich tatsächlich bei Ngumu gelandet. Auf links? Auf links. Den habe ich tatsächlich auf rechts bei mir. Ich gehe auf links mit Wolf. Hatte ich auch überlegt, ja. Ich glaube, der Junge hat jetzt eine Chance verdient. Das wird dann auf jeden Fall ein anderes Spiel mit Wolf, weil Player zieht mehr in die Mitte und Wolf bleibt, glaube ich, mehr auf der Außenlinie und macht da Tempo. Aber okay, im Sturm, glaube ich, sind wir uns aber wieder einig, ne? Wenn der dann kaltschnäuzig wieder die Buden reinmacht, wie in den ersten Spielen gegen Mainz, war er sehr unglücklich. Ja. Ich hoffe einfach, das war jetzt nur ein kleiner Aussetzer, dass das die nächsten Spiele wieder... Dass er wieder seine Buden macht. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wen du auf rechts hast. Hofmann? Ja. Ja, da habe ich halt lange überlegt, ne, ob er Ngumu schon stellt, weil Hofmann fand ich die letzten Spiele nicht so stark, muss ich sagen. Der ist einfach noch nicht in der Saison drin. Aber ich glaube auch, dass Farke nicht so viel auseinander würfeln wird und Ngumu noch nicht von Anfang an bringen wird. Deswegen habe ich mich auch für Hofmann entschieden. Aber der muss sich auch noch steigern. Also, oder siehst du Hofmann schon bärenstark in dieser Saison? Also für mich ist das doch absolut ausbaufähig. Absolut. Also von Hofmann so gerade Ende letzte Saison, da hat er uns ja auch noch einiges rausgerettet und auf dem Niveau sehe ich ihn auch noch nicht. Ja, und, ja, da gebe ich dir komplett recht. Ne? Und das ist dann unsere Aufstellung. Im Endeffekt, den einzigen Unterschied, den wir haben, ist bei Wolf und bei Weigel. Bei Wolf hättest du jetzt Ngumu gestellt und bei Weigel hättest du Stindl dann quasi dafür auf die 10. Bei mir spielt eher Kone die 10 beziehungsweise 8. Ein bisschen defensiver. Ja, Freiburg hat ja gestern noch gespielt. Wie haben die? 2-1 haben die gespielt. 2-1, ne? Jetzt kommt die Königsfrage. Haben die gewonnen? Die haben gewonnen. Weiß gegen ich gar nicht. Karabakh. Ja, genau. Ich habe mir das tatsächlich gar nicht angeguckt, aber jetzt kommt die Königsfrage. 2-1, aber... sehr, ja, eher schlechter in den Statistiken. Ja, aber jetzt kommt die Königsfrage für dich. Wann haben wir das letzte Mal in Freiburg gewonnen? Ja, das war DFB-Pokal. In der Liga, meine ich, ne? In der Liga. Ach, in der Liga. Also in Freiburg. Ich habe es mir eben rausgesucht. Ja, da war ja dieser große Fluch mit dem Stadion. Ich kann dir schon mal sagen, wer der Torschütze war. Es war Ari von Lent. Also das ist schon was her. Also wenn ich mir richtig eben aufgeschrieben habe, war es der 23.03.2002. Ja, wird mal wieder Zeit. 20 Jahre ist es jetzt her. Ari van Lent 1-0 Torschütze. Absoluter Wahnsinn. Bock, Legende auch. Wie ist dein Tipp fürs Wochenende? Ja, ich habe immer den Segen auch einen Kicktipp in allen Runden, wo ich mitmache. Ich tippe nie gegen Gladbach, weil ich weiß, dass wir gegen jedes Team gewinnen können. Ja. Ich habe überlegt zwischen einem 0-1 für Gladbach oder einem 1-2, weil ich, auch wenn es eigentlich eher ein Offensivspiel wird für beide Teams, glaube ich nicht, dass viele Tore passieren. Ich gehe mit einem 0-1 für Borussia. Na, perfekt. Ich gehe mit einem 1-2. Dann mache ich jetzt noch den Abspann. Ich danke dir schon mal, Karl, ne? Für deine Aufmerksamkeit und dass du dabei warst und natürlich, dass du Moderator von mir bist. Bleib gerne noch drin. Ich mache jetzt kurz noch die Bundesliga-Tipps. Bremen gehe ich mit einem 2-1 gegen Augsburg. Frankfurt gegen Wolfsburg, das wird ein 2-1 für Frankfurt und das letzte Spiel für Niko Kovac schon. Leipzig verliert 0-2 gegen Dortmund. Den wünsche ich alles Schlechte. Selbst gegen Dortmund hoffe ich, dass Dortmund gewinnt. Bayern gewinnt 4-1 gegen Stuttgart. Die Hertha spielt unentschieden gegen Leverkusen. Hoffenheim Spiel gewinnt 2-1 gegen Mainz. Schalke gewinnt 1-0 gegen Bochum. Köln verliert 0-2 zu Hause gegen Union Berlin. Die haben sich auch gestern wieder von ihrer besten Seite gezeigt, die Spinner. Und Freiburg gegen Gladbach 1-2.
Perfekt. Und das sind die Tipps zum Wochenende, meine Freunde. Wie gesagt, morgen, ganz, ganz wichtig, morgen gibt es die Live-Bundesliga-Konferenz mit Buschi. Ihr seid dabei. Ab 15:15 Uhr. Ich überlege mir ein paar Themen. Da werde ich die Bundesliga-Konferenz live kommentieren und am Samstag natürlich auch das Freiburg-Spiel. Wie das manchmal so ist, geht manchmal der Akku von der Kamera aus, aber kein Problem. Wie gesagt, morgen Live-Bundesliga-Konferenz mit Buschi. Ich werde es kommentieren. Wir werden noch uns ein paar Themen überlegen. Ihr könnt mich ausfragen. Können auch ein oder zwei Gäste reinschalten, wie wir wollen. Ich kommentiere die Bundesliga, beantworte eure Fragen, quatsche ein bisschen über Borussia. So der erste Test. Und dann Sonntag live gegen Freiburg mit Buschi, wenn ihr es sehen wollt. Den Link teile ich, beziehungsweise ihr kriegt auch eine Nachricht, wenn ihr mir folgt. Also Abo da lassen. So wird es ungefähr aussehen. So werde ich berichten am Sonntag. Und gerne mal euer Feedback zu meinem neuen Mikro. Hier ist auch die neue Kamera für morgen. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Gerne mal Feedback dazu. Und jetzt wünsche ich euch ein super Wochenende. Wir sehen uns morgen. Haut rein, macht's gut. Ciao.